Amen. Erster Advent. Wir waren ja gerade in einer Predigtreihe über soziale Gerechtigkeit und der eine oder andere denkt, du hattest drei Predigten angekündigt, da fehlt ja noch eine, das stimmt. Die kommt aber nicht heute, sondern erst in einer Woche. Und ich habe gesagt, heute ist erster Advent und wir widmen uns mal einem adventlichen Thema. Und ich lese dazu Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht der, das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß. Doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt. Darum will ich dich aus meinem Bund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist, bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat. Kauf Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde. Dann bist du wirklich reich. Und kauf weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kauf außerdem Salbe und streich sie auf deine Augen. Denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mach also ernst und ändere dich. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, der soll neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Soweit einmal der Text aus der Offenbarung. Adventszeit hat begonnen. Carsten hat das eben erzählt. Carsten, wo bist du? Du hast schon einen Weihnachtsbaum gekauft. Das ist allerdings echt eine Leistung. Also vor dem ersten Advent schon einen Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, wie bei euch so die Adventsvorbereitungen beginnen. Meine Frau sagte in dieser Woche zu mir, Markus, unsere Nachbarn haben schon den Stern aufgehängt. Da ist noch ein schöner Herrenhuter Stern. Jetzt wird es Zeit, dass wir auch langsam was machen. Also die Nachbarschaft hat doch einen gewissen Einfluss auf uns. Also sind wir unten in den Keller gegangen und haben die Weihnachtssachen nach oben geholt. Und ich habe den Eindruck, das werden jedes Jahr mehr. Also inzwischen haben wir schon 5 große Bananenkartons, die ich nach oben geschleppt habe, mit allen möglichen Kram. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, so in der Neujahrswoche, wenn man die Sachen einräumt, dann ist man ja nicht so sehr stark motiviert. Dann haut man die Dinge da alle nur noch so rein, die Lichterketten und so weiter. Aber das böse Erwachen kommt dann im nächsten Advent, wenn man das alles wieder auseinanderzerren muss. So ist es manchmal bei mir. Ich verliere schnell die Lust. Meine Frau hat da mehr Leidenschaft, sich vorzubereiten auf Advent und die Dinge zu dekorieren. Advent, das ist die Zeit 4 Wochen vor Weihnachten im Kirchenjahr. Und diese Zeit ist ja eine Zeit, wo wir uns der Ankunft von Jesus Christus, die Ankunft von Jesus Christus bewusst machen. Christen feiern 4 Wochen oder bereiten sich 4 Wochen auf dieses Fest vor. Und zwar jetzt nicht nur, indem sie eben Lichterketten aufhängen und Kekse backen, sondern eigentlich ist diese Zeit ja dafür auch da, sich geistlich vorzubereiten. Also innerlich einzustimmen auf dieses Fest, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus als Licht in diese Welt gekommen ist. Und ich hatte diesen ersten Advent so vor Augen und ich dachte, ach, dann nimmst du doch einfach mal so einen schönen Adventstext. Es gibt ja so wunderschöne Adventstexte, oder? So typische Texte mit viel Licht und mit Frieden und Trost und Wärme, so als gemütliche Einstimmung auf das Adventskaffee trinken heute Nachmittag. Das wäre doch eigentlich so was richtig Schönes für den ersten Advent. So hatte ich mir gedacht. Und ich habe dann nachgeschaut, was sind eigentlich für Texte angegeben für diesen Sonntag. Es gibt ja so eine Perikopenreihe, da stehen so
mehrere Texte, die man an diesem Sonntag predigen kann, werden so rausgesucht von irgendeiner Kommission. Und da traf ich auf einen Text, eben diesen, den ich euch eben gerade vorgelesen habe. Und wenn ihr zugehört habt, dann habt ihr gemerkt, dieser Text ist gar nicht so gemütlich und heimelig und besinnlich, wie man sich vielleicht das für den ersten Advent wünscht, sondern der ist eher aufrüttelnd und warnend und fast schon so ein bisschen drohend, hat man den Eindruck, wenn man ihn liest. Dieser Text stammt aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Und diese Offenbarung des Johannes, dieses Buch beginnt mit 7 Schreiben von Jesus selber. Jesus hat 7 Briefe geschrieben, nicht direkt, sondern er hat sie sozusagen dem Johannes diktiert an Gemeinden, und zwar an real existierende Gemeinden. Die gab es wirklich im kleinasiatischen Raum. Und diese Kirchengemeinden bekommen einen Brief von Jesus. Das ist sehr interessant. Stellt euch mal vor, Jesus würde uns hier einen Brief schreiben als Freiburger Gemeinde. Aber so war es damals. Diese Leute haben wirklich einen Brief von Jesus bekommen, dem Auferstandenen und zum Himmel aufgefahrenen, natürlich Jesus. Und dieser Brief richtete sich also an die Gemeinde in Laodicea. Nun muss man ein paar Hintergrundinformationen zu dieser Gemeinde wissen oder zu der Stadt, in der diese Gemeinde war. Laodicea war eine reiche Handelsstadt. Also dort waren viele Banken, viel Geschäft, kann man sagen, viel Industrie, die Menschen waren wohlhabend dort, und es war auch eine Stadt mit Spezialisten in der Augenheilkunde. Also in der Antike gab es tatsächlich auch schon ausgebildete Mediziner, und die stellten dort eine besondere Augensalbe her, die wohl auch wirksam war. Und wenn man das weiß, das kann man aus anderen Quellen rekonstruieren, dann macht das auf einmal sehr viel Sinn, was hier in diesem Brief erwähnt wird. Also darauf wird angespielt, auf diese Situation, diese konkrete Situation in Laodicea. Wie beginnt dieser Brief? Ihr habt es eben gehört. Er beginnt mit einer ganz heftigen Aussage. Jesus findet das Verhalten der Christen in Laodicea, mit Verlaub, zum Kotzen. Zum Kotzen. Hier steht: Du bist lauwarm, weder heiß noch kalt, darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Und hier steht eben nicht dieses Spucken, wenn man ein bisschen zu viel Flüssigkeit im Mund hat, sondern das Erbrechen, also wenn es einem übel ist. Und Jesus sagt: Wenn ich an euch denke, dann wird es mir übel. Das ist schon eine ganz schöne heftige Aussage. Ich weiß nicht, wie die das so wahrgenommen haben, als sie diesen Brief gelesen haben. Den haben sie ja auf alle Fälle gelesen. Warum kritisiert Jesus das Verhalten der Christen da so sehr stark? Was sind eigentlich die Punkte, die er kritisiert? Es sind 3 Punkte. Das erste ist die sogenannte Lauheit. Er sagt, Vers 15 schreibt: Ich kenne deine Taten, du bist weder kalt noch heiß. Weder kalt noch heiß. Die Christen dort haben so ein wohltemperiertes Christsein gelebt, kann man vielleicht sagen. Ich habe lange darüber nachgedacht, was das wohl bedeutet. Und ich kenne ja die Christen damals nicht. Ich weiß nicht genau, wie sie so drauf waren. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet das vielleicht für uns? Oder was könnte es für uns bedeuten? Hat das uns auch etwas zu sagen, Lauheit? Und was könnte Lauheit im Leben unserer Gemeinde sein? Nun, darüber lässt sich viel nachdenken und viel wir sagen. Ich möchte mal einen Aspekt erwähnen, wo ich gedacht habe, vielleicht ist es das. Wir sind eine freie evangelische Gemeinde. Und freie evangelische, ich liebe freie evangelische Gemeinden zutiefst, davon könnt ihr ausgehen. Aber freie evangelische Gemeinden haben so auch ein gewisses Extra, will ich mal sagen, oder eine besondere Prägung. Und unsere Prägung ist, wenn man sagen wir mal, unsere Sonderlehre ist, dass wir keine Sonderlehre haben, sagen wir manchmal etwas stolz. Also wir sind immer genau in der Mitte. Wir neigen nicht zu Extremen. Wenn wir so ein fiebriges, überspanntes Christentum bei anderen Christen in anderen Konfessionen kennenlernen, dann sagen wir, nein, nein, so sind wir nicht. Wir sind nicht liberal, aber wir sind auch nicht fundamentalistisch. Wir sind nicht charismatisch, aber wir sind auch nicht nur, traditionell. Wir sind immer schön in der Mitte, oder? Das ist doch irgendwie das, was uns ausmacht. Unsere Predigten sind gut durchdacht und wunderbar ausgeglichen, sowohl als auch.
Jedenfalls bilde ich mir das ein. Und das hat ja auch so vieles Gutes an sich. In FEGs gibt es wenig Skandale, manchmal schon, aber wenig Skandale. In den Gottesdiensten kann sich irgendwie jeder wohlfühlen. Unsere Theologie neigt nicht zu Extremen. Wir sind immer schön in der Mitte. Aber kann es sein, dass wir vor lauter Mittelmäßigkeit lau geworden sind? Lassen wir mal diese Frage an uns heran. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 11, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist. Brennend im Geist. Und das ist schon die Frage, die Jesus an uns auch stellt, an die Gemeinde Laodicea, aber auch an uns. Sind wir eine Gemeinde, die für Jesus brennt? Kann man das über uns sagen? Sind wir leidenschaftlich in unserer Liebe zu Gott und auch zu den Menschen, denen wir die Liebe Gottes bringen sollen? Ist es so, dass wenn Menschen unsere Gemeinschaft suchen, in unsere Nähe kommen, dass sie dann etwas von diesem Feuer spüren, von dieser Wärme, die wir durch Christus in unserem Leben bekommen haben? Lassen wir diese Frage einmal zu. Aber vielleicht betrifft das nicht nur die Theologie und die Art, wie wir Gemeinde leben, sondern diese Frage ist ja immer auch eine persönliche Frage. Eine Frage, die jedem von uns ganz persönlich angeht und persönlich beantwortet werden muss. Und ich versuche mal, mich selber in einem Spiegel anzuschauen und zu sehen, wie hat sich eigentlich mein Christsein entwickelt? Wie ist das eigentlich weitergegangen, meine Geschichte mit Jesus? Wo stehe ich da jetzt eigentlich? Und ich stelle bei mir manchmal fest, dass Christsein und bürgerliches Leben, dass das ganz wunderbar bei mir übereinstimmt. Das passt sehr gut zusammen. Und ich erinnere mich daran, dass als ich gestartet bin in das Leben mit Jesus, dass da manchmal Dinge da waren, dass mein Glaube viel unmittelbarer gelebt wurde, viel direkter gelebt wurde. Und dass ich damals auch manchmal viel mehr Erfahrung mit Gott gemacht habe, oder? Wie ist das bei euch? Ich weiß, dass ich Gebetserhörungen so ganz spontane erfahren habe damals. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, da war ich irgendwie so 20 oder 21 und hatte mich in Hamburg in der Uni eingeschrieben, wollte da an einem Seminar teilnehmen und kam da gar nicht rein, da hatte ich dafür gebetet und durch besondere Umstände, schwupp, war ich da drin. Das war so eine tolle Erfahrung. Da gab es in Hamburg so ein Telefon im Radio, da konnte man anrufen. Da habe ich da angerufen und habe gesagt, ich habe was Tolles mit Jesus erlebt. Und das ging über den Äther. Ganz Hamburg hat das gehört. Vielleicht kennt ihr solche Situationen noch. War ein bisschen aufgeregt, aber das habe ich gemacht, weil mein Glaube so spontan und so direkt war. Ich weiß, wie wir als junge Leute uns vor der Schule um 6 Uhr jeden Morgen getroffen haben und eine Stunde miteinander gebetet haben. Ich erinnere mich daran, dass ich damals in den 80er Jahren hatten die Schüler auch so Aktenkoffer, Samsonite-Aktenkoffer. Einige sind ja in meiner Generation und wissen, die kennen diese Dinger noch. Und da hatte ich echt ein Traktat, ein evangelistisches Traktat auf diesen Koffer drauf gemacht, damit meine Schulkameraden den sehen können. Und wenn ich in der Bahn, ich bin ja immer nach Hamburg reingefahren mit der S-Bahn, dann habe ich das immer so positioniert, dass mein Gegenüber das genau sehen konnte. Vielleicht habt ihr auch solche verrückten Dinge gemacht, oder? Solche leidenschaftlichen Dinge, so Dinge, wo man nicht nachdenkt, wie kommt das an, sondern man macht es einfach, weil die Liebe zu Jesus so groß ist. Vielleicht ist unser Glaube in der letzten Zeit ganz bürgerlich geworden. Uns reicht es aus, Tischgebet und Gottesdienstbesuch und Spenden und ein gemütlicher Hauskreis mit Tee und Keksen, das reicht uns schon aus. Und manchmal versuchen wir das dann zu erklären und sagen, naja, es wird eben doch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mein Glaube hat sich weiterentwickelt, mein Christsein hat sich gehäutet. Es gibt ganz wunderbare Ausdrücke dafür. Und da ist ja natürlich so vieles dran, so viel Wahres dran. Natürlich haben wir mehr Lebenserfahrung und werden hoffentlich reifer in unserem Leben mit Jesus. Das sollen wir auch. Wir sollen nicht kindlich sein. Kindisch sein, sondern wir sollen auch reifen im Glauben. Das ist klar.
Aber ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Reife und Lauheit. Reife ist angesagt, Weiterentwicklung. Aber Leidenschaft, Sehnsucht, Liebe, all das soll eigentlich wachsen in unserem Leben mit Jesus und nicht weniger werden. Kann es sein, dass wir bei aller Bürgerlichkeit, Abgeklärtheit das Feuer verloren haben, die Eindeutigkeit verloren haben, dieses kindliche Vertrauen in Gott? Jesus sagt das hier zu den Christen in Laodicea und sagt, ihr seid einfach lau geworden. Und Ausleger weisen dann darauf hin, dass diese Gemeinde, als sie diesen Brief bekam, ungefähr 40 Jahre alt war. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, wie alt ist eigentlich unsere Gemeinde? Wisst ihr das? Ungefähr 40 Jahre alt. Hört das nicht als Schimpfe von der Kanzel zur Gemeinde, sondern das ist eine Frage, die Jesus uns stellt. Diese Frage, lieben wir ihn noch? Sehen wir uns noch nach ihm? Wollen wir noch Dinge mit ihm erfahren? Sind wir davon überzeugt, dass das Beste noch kommt? Das zweite Problem, Selbsttäuschung. Vers 17. Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Reichtum, was ist mit dem Reichtum gemeint? Zunächst einmal kann man davon ausgehen, dass diese Gemeinde tatsächlich oder die Menschen in dieser Gemeinde wohlhabend waren, denn sie lebten in einer wohlhabenden Region, in einer wohlhabenden Stadt und sie haben sicherlich Anteil gehabt an dem Reichtum, auch dem finanziellen Reichtum. Und das ist ganz interessant, der Reichtum an sich wird ja von Jesus gar nicht kritisiert. Er kann eine gute Gabe Gottes sein. Wir können das annehmen und Gott dafür danken, aber Reichtum hat auch immer eine Gefahr, nämlich wenn wir satt werden. Wir fühlen uns dann nicht mehr abhängig von Gott. Wir leben nicht mehr diese Unmittelbarkeit im Glauben. Wir meinen, unser Leben selber in der Hand zu haben, weil wir ja uns durch unsere finanziellen Möglichkeiten alles Mögliche leisten können und vieles regeln können. Wir meinen, nicht mehr angewiesen zu sein auf Gott. Und deswegen beten wir nicht mehr und suchen nicht mehr seine Nähe und seinen Rat, weil wir kriegen das alles selber hin. Aber es gibt auch so etwas wie eine geistliche Sattheit. Sie besteht darin, dass wir manchmal im Laufe unseres Lebens mit Jesus so meinen, ach, da macht mir eigentlich keiner mehr was vor. Jetzt weiß ich, wie die Dinge laufen. Das kenne ich alles schon. Ich habe mal in einer Gemeinde, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, angefangen zu predigen und nach ein paar Wochen kam jemand zu mir und sagte, ich bin etwas enttäuscht, der Pastor erzählt auch nichts Neues. Ich weiß das alles schon. Wisst ihr, so eine Haltung einzunehmen. Ich kenne das schon, ich weiß das schon, da macht mir keiner was vor. Und dann tritt man so ein bisschen daneben, guckt die anderen Christen an mit so einer zynischen Abgeklärtheit und meint, naja, für die ist das vielleicht nochmal wichtig, aber ich bin inzwischen an einer anderen Stelle. Und es ist wenig zu spüren von dieser Sehnsucht nach Gott. Psalm 42, Vers 2, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich nach dir, Gott. Ist das eigentlich das, was unser Leben ausmacht? Diese Sehnsucht nach Gott? Dieses, Herr, ich möchte mehr von dir erfahren. Ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte deine Liebe mehr aufnehmen. Ich möchte deinen Frieden erfahren in meinem Leben. Jesus sagt über die Gemeinde oder über die Christen dort, du weißt gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Du denkst, du wirst reich, aber du bist bedauernswert, arm, blind und nackt. Wir halten uns für reich, aber im Grunde genommen sind wir, wie Jesus es hier sagt, arm, blind und nackt. Wir haben gar nicht den Durchblick, wir sind arm. Das dritte Problem dieser Gemeinde ist die Jesusferne und das ist nochmal sehr, sehr interessant. Denn das Schlimmste an diesem Zustand in der Gemeinde in Laodicea ist die Jesusferne. Wenn unser Glaube auf Dauer lau wird, dann verlieren wir schließlich Jesus. Das hört sich sehr komisch an, aber wir gucken uns mal diesen Text an. Hier steht in Vers 20, Jesus sagt, ich stehe vor der Tür.
der ist offensichtlich nicht mehr drin im Lebenshaus. Und die Gemeinde realisiert überhaupt gar nicht, was da passiert ist im Laufe der Jahre. Sie nennen sich zwar noch Christen, da steht da noch dran, Christengemeinde. Aber sie leben nicht mehr mit Jesus in ihrem Leben. Der ist Stück für Stück immer weiter rausgedrängt worden. Immer weiter zur Seite geschoben worden, hatte immer weniger Einfluss. So dass Jesus jetzt sagen muss, Leute, ich will da mal wieder rein. Ich klopfe bei euch an. Was ist also zu tun, um diesen Zustand zu ändern? Jesus sagt dieser Gemeinde, was sie tun soll. Er sagt es sehr direkt. Er sagt in Vers 19, kehre um. Das Wort, das hier steht, ist ein sehr wichtiges, bedeutendes Wort im Neuen Testament, nämlich das Wort Metanoia. Es wird manchmal mit Bekehrung übersetzt, früher auch häufig mit Buße. Umkehr ist, glaube ich, eine gute Beschreibung dessen. Und es meint eigentlich eine Änderung des Sinnes, eine Änderung des Denkens. Das ist es, was wir Christen, was wir Menschen brauchen, eine Metanoia, eine Veränderung des Denkens, eine Sinnesänderung, eine Umkehr. Ohne eine Umkehr zu Gott können wir gar nicht Christen werden. Erst wenn wir unseren Sinn von Gott verändern lassen, wenn wir ein neues Denken von Gott bekommen, können wir Jesus Christus nachfolgen. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele von uns, wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und euch fragen würde, erzählen könnten von diesem Moment der Umkehr in eurem Leben. Manche können das sogar auf eine Stunde, auf eine Minute genau fixieren und sagen, das war der Moment, wo ich umgekehrt bin zu Gott. Bei manchen ist das mehr ein Prozess gewesen, dass sie gesagt haben, es hat lange gedauert oder längere Zeit gedauert, aber irgendwann war es klar, ich wollte Jesus nachfolgen und ich hatte mein Leben auf ihn ausgerichtet und ich folge jetzt ihm nach. Wir können nicht Christen sein, ohne umzukehren zu Gott. Umkehr ist die Voraussetzung dafür, Christ zu werden. Aber, und das ist wichtig und das kann man hier auch sehen, Umkehr ist nicht nur etwas Einmaliges, sondern es ist etwas, was wir in unserem Leben eigentlich immer wieder tun sollen. Es ist vergleichbar mit einem Schiff. Wenn ein Schiff von Hamburg nach Amerika fahren will, dann braucht es gute Landkarten und eine grundsätzliche Richtung. Man muss dann Richtung Westen segeln, wenn man nach Amerika will. Aber jeder weiß, dass man, wenn man auf dem Ozean ist, immer wieder sein Schiff in die richtige Richtung ausrichten muss. Man muss einen Kompass dabei haben oder andere Hilfsmittel, die einen zeigen, wo die richtige Richtung ist. Und es ist eigentlich so, dass so ein Kapitän, so ein Steuermann immer wieder die Richtung korrigieren muss aufs Ziel hin. Und so ist es auch in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Sagt nicht, na, ich habe mich ja einmal bekehrt vor 20 Jahren im Zelt damals. Sondern die Frage ist, wo ist in deinem Leben deine tägliche Umkehr? Martin Luther hat das so ausgedrückt, und zwar, mir war das gar nicht bewusst, das ist die erste These, ist der 95 Thesen. Ihr kennt Martin Luther, 95 Thesen. In Wittenberg 1517 schlägt er dieses Reformpapier da an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Und die erste These lautet, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, also Matthäus 4, Vers 17, also Metanoia steht da, kehrt um, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen eine Buße, eine Umkehr sein soll. Das heißt, wir brauchen immer wieder diese Umkehr zu Gott. Viele Menschen denken bei Bekehrung, bei Umkehr, bei Buße daran, dass man versucht, ein besseres Leben zu führen. Also, dass man sich vornimmt, wenn man umkehrt, besser zu werden. Liebevoller mit seiner Frau umzugehen, keine finanziellen Tricksereien, dass man sich gesünder ernährt, dass man die Umwelt und das Klima schützt. Und tatsächlich sind das Folgen einer Umkehr. Und die sind wichtig. Aber
der eigentliche Grund oder ich sage mal die eigentliche Zielrichtung, in die wir umkehren, ist Jesus Christus selbst. Wir kehren immer um zu Jesus und dem Evangelium und nicht nur zu einem moralisch guten Leben. Dafür bräuchten wir Jesus gar nicht. Wir kehren immer um zu Christus selber und seiner Liebe. Umkehr bedeutet, ich wende mich Gott und seiner großen Liebe zu. Ich lasse mich von Gott reinigen und meine Schuld vergeben und mir die Augen öffnen. Genau das, was Jesus hier auch schreibt. Was du brauchst, ist, dass dein Leben einen tiefen Wert bekommt durch mich, sagt er. Kauf von mir Gold. Kaufen bedeutet hier nicht zahlen sozusagen, sondern erwerben, also bekommen. Du bekommst von mir gereinigtes Gold, sagt er. Du bekommst von mir weiße Kleider, deine Schuld wird vergeben. Und du bekommst von mir Augensalbe, sodass du sehen kannst, geistlich sehen kannst. Umkehr bedeutet also, Jesus wieder Raum im eigenen Leben zu geben, ihm die Tür aufzumachen und hineinzulassen. Und das alles nicht aus Angst vor Strafe oder vor brutalen Schicksalsschlägen, das gibt es ja auch manchmal, dass man den Eindruck hat, ja, ich müsste eigentlich mal ein besseres Leben führen oder ich müsste mehr beten oder sowas, damit der liebe Gott es gut mit mir meint. Sondern umgekehrt, der liebe Gott meint es gut mit dir. Deswegen hat er Jesus gesandt. Und deswegen sollst du umkehren zu ihm. Jesus sagt, alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe ich. Liebe ist das, was Jesus für uns bereit hat. Aus Liebe wünscht er sich das, dass wir umkehren zu ihm. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich klopfe an die Tür, wenn jemand die Tür öffnet, dann komme ich rein und habe Gemeinschaft mit ihm. Ich feiere ein Fest mit ihm. Ich esse mit ihm gemeinsam. Das ist das Ziel. Was bedeutet das nun für unsere Adventszeit? Welchen Impuls können wir heute Morgen mitnehmen? Drei kleine Punkte. Erstens, bekenne deine Lauheit. Und zwar jeder selber für sich und nicht für den anderen. Wo der andere lau geworden ist, das weiß man immer ganz genau. Und die Gemeinde und überhaupt. Aber wo ist der Punkt, wo du dich arrangiert hast mit einem angepassten, kraftlosen, uneindeutigen Christsein? Wo droht das Feuer deines Glaubens zu erlöschen? Wo brennst du nicht mehr, sondern rauchst nur noch? Der erste Schritt ist immer ein Bekenntnis. Jesus, du hast recht. Ich hatte gute Erklärungen und Ausreden, aber ich sehe ein, dass ich mich getäuscht habe. Deine Beschreibung über mein Leben ist korrekt, sie stimmt. Ich bekenne es dir. Das zweite ist, bringe Jesus deine Sehnsucht. Zu sagen, Jesus, ich sehne mich danach, dass dieses Feuer wieder brennt. Ich sehne mich danach, ich möchte das so gerne. In Laodicea, auch das wird berichtet in den Kommentaren, gab es ein Viadukt. Es gab irgendwo in der Nähe heiße Quellen und da wurde das Wasser auf ein Viadukt geleitet und in die Stadt hineingebracht. Und wenn es in der Stadt ankam, dann war es nicht mehr heiß, die heiße Quelle, sondern dann war es lau. Und dann konnte man nur noch wenig damit anfangen. Mit einer heißen Quelle kann man viel anfangen, mit einer lauen Quelle nicht mehr so viel. Wo musste man hingehen, um heißes Wasser zu bekommen? Zur Quelle direkt. Und das ist ein schönes Bild dafür, wenn wir möchten, dass unser Leben wieder heiß wird, dann müssen wir zur Quelle gehen, zu Christus selber. Und ihn darum bitten, unser Leben neu zu gebrauchen, neu zu verändern und neu in unserem Leben zu wirken. Und das dritte, lade Jesus ein, die Räume deines Lebens zu betreten, die du bis jetzt vor ihm verschlossen hast. Als du das vielleicht vorhin gehört hast mit, ich stehe draußen vor der Tür und klopfe an, da hast du gesagt, nee, das beschreibt eigentlich mein Leben nicht. Ich bin eigentlich mit Jesus unterwegs. Jesus ist in meinem Lebenshaus. Da bin ich eigentlich von überzeugt und das ist auch so. Und das ist auch gut so, dass es so ist. Aber kann es sein, dass du in deinem Lebenshaus einige Türen verschlossen hast? Dass du in einige Lebensbereiche deines Lebens Jesus gar nicht hineinschauen lässt. Dass du ihn immer herzlich willkommen heißt,
im Wohnzimmer deines Lebens oder im Flur und sagt, Jesus, setz dich da mal hin, das ist schön, dass du da bist. Das macht viel Sinn, ich freue mich immer. Aber da gibt es andere Lebensbereiche, die hast du bis jetzt vor ihm verschlossen. Vielleicht die Abstellkammer deines Lebens, da wo all das steht aus deiner Vergangenheit, womit du nicht klargekommen bist. Und du denkst, ich deponiere das noch und schließe das mal ab. Keiner guckt rein. Aber du weißt, das stinkt da so vor sich hin. Und kann es sein, dass du Jesus bitten sollst, dass er in dieses Zimmer deines Lebens hineingeht, um die Dinge zu bereinigen? Vielleicht sagst du, das Schlafzimmer, das habe ich abgeschlossen, da kommt Jesus nicht rein. Mit meiner Sexualität, da gehe ich selber um. Das entscheide ich selber, da möchte ich nicht, dass jemand anders einen Einfluss darauf hat. Aus Scham vielleicht oder aus Trotz. Oder vielleicht ist es das Büro deines Lebens. Ich benutze einfach diese Bilder einmal, dass du sagst, also bei den Finanzen so, bei diesen Dingen, da entscheide ich selber, da hat Jesus nicht so viel zu sagen. Was sind diese Räume in deinem Leben, die du bis jetzt verschlossen hast vor ihm? Lade Jesus ein, in diese Räume hineinzukommen. Und wenn er hineinkommt, dann wird es doch gut werden, dann wird es heil werden. Dann erleben wir Reinigung und Befreiung und neue Kraft und neue Mut. Also lass ihn hinein in dein Leben. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke für Jesus, den du gesandt hast in diese Welt, um uns zu retten. Und wir sehen darin, wie leidenschaftlich du auf uns zukommst, wie sehr du brennst für uns, wie sehr du dich danach sehnst, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und an diesem Morgen sind wir neu davon berührt und sagen, Herr, komm du hinein in unser Leben. Du weißt, wo wir in unserem Leben mit dir lau geworden sind, wo wir uns abgefunden haben mit Mittelmäßigkeit, wo wir es nicht mehr zugelassen haben, dass du uns wirklich berührst, wo deine Liebe irgendwie nur so auf einem gewissen Level zugelassen wurde. Und wir sagen dir heute Morgen, Herr, wir brauchen dich mehr als jemals zuvor. Und wir lieben dich mehr als jemals zuvor. Wir wünschen uns, dass du in unserem Leben neu mit deiner Kraft wirkst, dass du reinigend und heilend da bist in unserem Leben, dass du uns neu beauftragst, dass du uns neue Ziele gibst in unserem Leben, die wir angehen dürfen, weil du sie uns aufträgst. Dass du uns neu deinen Frieden schenkst, der tiefer ist als alles das, was wir fühlen oder verstehen können. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.